Moin Moin und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Valheim. So, wir haben auch eine Höhle, eine Wand in der Höhle gefunden, wo wir noch durch können. Die hatten wir jetzt schon aufgeschlagen. Ich bin ja ein bisschen regeneriert. Und ich bin natürlich neugierig, wo uns die Reise hinführt. Ah, ist hier auch wieder ein Ulf irgendwo versteckt? Da ist auf jeden Fall noch ein Weg versteckt. Das ist diese Fenrishaar-Knäuel hier. Das finde ich richtig gut. Hier, ich muss nur aufpassen bei Kultisten. Ulfs gehen klar. Okay, Tür auf. Gut. Geht doch. Und was hat uns das jetzt gebracht? Nix. Ja, okay. Ich glaube, dieser Ausflug in dieser Höhle ist jetzt vorbei. Das wäre doch noch eine relativ kurze Nummer. Jetzt weiß ich, guck einfach nochmal, ob ich noch mehr Winde sehe zum Einschlagen. Ich glaube, die kenne ich jetzt grob. Das wäre doch, die waren recht bläulich. Mal ohne Licht, damit ich keine irritierenden Reflexionen habe. Nö, das war's. Naja, ist okay. Immer noch deutlich besser als nichts, ne? So, ich bin jetzt mal gespannt. Wir können jetzt zu Hause an der Werkbank bzw. an der Schmiede, je nachdem, mal schauen. Weil wir haben ein paar neue Sachen freigeschaltet durch die Materialien aus dieser Höhle. Ich will mal wissen, was die so bringen. Wie die performen. So, einmal hier durch. Nein! Portal zu nah am Eingang. Aber das ist in Ordnung. Darf ich hier durch? Ja. Vielleicht hat die Mod gerade ein bisschen gebraucht zum Laden. Ich habe nämlich aus irgendwelchen Gründen noch Eisenbarren im Inventar. Eigentlich habe ich die ja nicht dabei. So, es ist Nacht. Das heißt, ich kann direkt noch einen Stack durchjagen an... Also nicht einen Stack, nochmal 10... Silber, wenn die über Nacht durchlaufen können. Ich cool. Natürlich wäre insgesamt trotzdem noch gar nicht mal so unpraktisch, wenn ich noch mehr Holz reinpacken kann. Dann würde über Nacht nämlich alles einmal wieder durchlaufen. Und wir machen dann hier einmal ein bisschen Routine. Sachen hier loswerden. Kristall. Knochen. Pack die Klaue mal als Knochen ab. Schwanz nicht. Da. Ja, ein bisschen. So. Ordnung. Haben wir die auch? Gib mir hier das nochmal. Problem ist, ich kann jetzt wahrscheinlich in alle Ewigkeit das genauso weitermachen. Also höre ich damit jetzt auf. Und wir gehen schlafen. Dann sind. Gehen schlafen. Dann ist bis morgen mehr durch.
Aber nochmal 10 Silber mehr, mit dem wir irgendeinen Mist machen können. Na, ich mag es, über Nacht diese Geräusche zu hören. Kamera, hallo. Mehr Hautfarbe, bitte. Ja, meine Beleuchtung im Raum ist aber auch nicht ganz optimal. Mach's dem Ding nicht sonderlich einfach, wollte ich damit sagen. So. Oh, 14 Silbererz haben wir noch. Das ist nicht so viel. Das heißt, es lohnt sich auch neues Erz zu holen. Können wir vielleicht am Ende der Folge noch machen. Ein paar Sachen würde ich gerne noch wegsortieren. Ich habe noch Reißzähne, die sehe ich ja als Knochen an. Hier die Schwänze. Die Haare würde ich jetzt Haut durchgehen lassen. So. Dann schauen wir mal. Haben wir hier die Dinger bekommen? Beziehungsweise die Werkbank sieht ein bisschen mitgenommen aus. Ist aber noch in Ordnung. Bin ich mal neugierig. Fenris, da haben wir es. Resistent gegen Feuer. Oh, witzig. Drei Teile. Hat Rüstung 10 und unsere 12. Ja gut, die müsste ich aber noch aufwerten. Wie geil ist das denn? Wir könnten sie aufwerten. Oho, was haben wir hier Schönes? Mal ein paar Sachen reparieren. Die noch irgendwas mit den Fenris klauen? Ich muss sie gerade konzentriert durchgucken. Bin gleich wieder spannender Fleischreißer. Was zur Hölle bist du denn? Wenn Krallen bei Wölfen funktionieren, warum nicht auch bei Wikingern? Okay. Ey, ich glaube, ich würde die gerne ausprobieren. Aber eigentlich... Ja, sie wiegen wenig. Also sie wiegen jetzt ja weniger als mein Schild und Schwert. Mit Schild und Schwert kann ich umgehen. Ausdauerverwendung 10. 12. Ah. Nee. Aber irgendwie fehlt mir jetzt hier trotzdem noch was. Diese Fenris-Dinge geben Bonus bei 3 Teilen. Wo ist das dritte? Mantel, Hose und weiter? Oh, ich kann mir gerade richtig vorstellen, dass ich für den Kopf eine Fenris-Trophäe brauche. Oh.
Ja, das kann sein. Haltbarkeit 1000. 1100. Okay. Ich finde das grundsätzlich echt spannend. Ich habe Schwierigkeiten, mich jetzt für irgendetwas zu entscheiden dahingehend. Oh Mann. Oh. Oh, nochmal Silber rein. Und wie viel Silber haben wir jetzt eigentlich? 30? 35? Ach, wir kommen auf knappe 40 Silber wieder. Muss mal kurz gucken, ob vielleicht bei der Deko noch was bei ist, was wir machen würden. Da haben wir bestimmt auch was gefunden. So, hier. Möbel! Sicher. Wolfspelz, Läufer. Ich glaube, das geht, ist das gleiche. Eine hängende Kohlepfanne, die ist cool. Ein Steinthron. Oho. Also ein paar nette Sachen sind schon wieder mit bei. Ich glaube, wir machen uns mal einen Steinthron. Zwei Hirschfeld, zwei... Ja, hör auf. So. Out. Zwei Wolf. Zwei Hirsch. 20 Stein. Oh, wie praktisch. Mach den halt einfach. Weil ich bin... cool. Ja, gibt einen Bonus auf Gemütlichkeit. Ein Punkt mehr. Hä. 17 Minuten geht der Buff jetzt. Ah, ich weiß gar nicht. Also wie gesagt, ich würde gerne auch mal auf ein finales Haus wechseln. Also irgendwo in den Ebenen. Aber wir haben noch ein bisschen was in unserem Gebirge vor uns. Ich finde den Fenris, die Fenris-Hose ganz witzig. Ich finde, das war geil, dass wir jetzt mit der schweren Rüstung natürlich wieder so viel Rüstwert haben, aber die leichte Rüstung ist halt geiler und die gibt dann sogar noch Bonus-Tempo und resistent gegen Eis und Feuer. Hä? Ich mach die jetzt einfach mal. Nein, ich hab, glaube ich, nicht genug Wolfspelz mehr, ne? Ich habe nicht mehr genug Wolfspelz, vergesst, was ich gesagt habe. Können wir nicht. Essen wir was. So, wo packe ich denn jetzt die rote Jute hin? Hier, du bist quasi spezial. Ob genauso wie du. Wohl Ulf-Trophäe. Wer Trophäen hier? Füllen wir die Kohle auf. Das Holz. Die Kohle. Dann noch die Erze. Oh. Oh, das Wasser mit unseren Erzen. Ah, wir sind durch mit dem, was wir geholt haben. Okay. Das heißt, wir müssten wieder was holen. Aber jetzt im ersten Moment würde ich sagen, hätte ich nichts dagegen einzuwenden, wenn wir uns noch mal ein bisschen im Gebirge umschauen.
Wir haben hier die eine Silberquelle noch direkt vor dem Portal. Da können wir vielleicht nochmal dran, nachdem wir uns jetzt das Gebirge nochmal genau angeschaut haben. Ach so, Moment. Ich würde gerne den Knüppel noch mitnehmen. Weil dann können wir auch gegen Golems nochmal ein bisschen kämpfen. Ich hier? Nein. Hier? Nein. Da. Wir lassen die Axt mal hier, weil ich da drüben eigentlich kein Holz fälle. So, dann haben wir das. Eigentlich fälle ich da jetzt kein Holz, dann brauche ich die Axt auch nicht mitnehmen. So, uns fehlt dieser gesamte Bereich noch. Das schauen wir mal. Wenn wir auch nochmal eine Silberader finden, würde ich die natürlich auch nochmal freilegen. Ein Drachenei würde ich natürlich sofort mitnehmen. Da unten ist ein Drachenei. Glaube ich. Ob ich die treffe? Wartet mal. Ja, nee, ist klar. Ich habe getroffen. Oh, oh. Neuen Bogen wollte ich auch noch machen. Ach, jetzt erinnere ich mich. Ist da unten noch eine Höhle? Boah, ich bin gespannt. Bewegt sich gerade ein bisschen viel noch. Hab ihn. Einen kannst du noch abhaben. Alter! Zauber. Gib mir mal das Ding da unten. Und ich plündere euer Nest. War doch jetzt hier irgendwo, oder? Haha! Wolf? Der Wolf ist alleine. Komm her. Spielen? Ja, komm her. Ah, das mit den Blocken hat nicht so gut geklappt. Leer? Ach, hier schon. Nee, oder? Wie war das da vorne? Sieht noch nach einem... Ach, das ist meine Höhle. Ach so. Ah. Mit einem Kreis gelaufen. Na dann. Bin ich das Ei kurz weg, weil 200 Gewicht muss ich ja nicht mit mir rumschleppen. Aber schön, dass ich erkannt habe, dass das ein Dungeon ist. Ehrlich. Oh. Oh, ich pack das da einfach mal rein.
holen wir uns dann gleich. Da fehlt was. Ja, ich gehe nochmal von oben los. Nicht mal von der Höhle. Aber nice. Und trägt ein zweites Drachenei. Fehlt ihm nur noch eins. Und wir wissen auch, wo die Drachenkönigin ist. Und ich wette, in dem Gebirge werden wir auch was. Au, 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 au. Hör auf damit. Ich glaube, die anderen hatte ich eben mit zwei Pfeilen nur gemacht, weil das noch Hinterhältigkeitsbonus gab, weil ich so weit weg war. So. Ich würde mal sagen, dann reparieren wir mal kurz. Oh, nicht nötig. Gut. So, wir gehen wieder nach Norden. Oh, wir haben jetzt aber Zeit für das Ding hier. Oh, das hat jetzt letztes Mal immer nicht geklappt. Mögest du, der du diese Zeilen liest, dich vor den Frostwürmen acht nehmen. Einigen der ältesten Wesen, die dem Körper Ymirs entsprangen. Die am weitesten verbreitete Würmform ist die des Drachen, bei denen sich das kleinere Männchen um den Nachwuchs kümmert. Sehr häufig kann man sie bei ihren felsigen Nestern ausfindig machen, wo sie ihre Eier bewachen. Demgegenüber sind die Weibchen wesentlich größer und wesentlich seltener anzutreffen. Doch wenn man sie reizt, sieht man sich einem bösartigen Feind gegenüber. Ja? Das ist dann die Drachenmutter, der nächste Boss, und wir reizen sie, indem wir drei ihrer Nachfahren, also von den Eiern, da hin platzieren. Ich weiß nicht, ob wir sie auch kaputt machen, ich glaube nicht, aber das, ich weiß, warum wir sie reizen. Oh. Silber? Ah, nicht in die Richtung. Hi! Hey? Das hat geklappt. Ja, ist ja gut, Spiel. Wir schauen mal. Weiß nicht, wie nah wir ran müssen, bis das Ding aufhört zu piepen. Ja, aber die Mitte müssten wir, glaube ich, erwischen. Ah, ich muss sie treffen. Okay. So. Ich hab da jetzt Silber dran. Oder? Moment. Komm her. Gutes Gespräch. Ich hab das Silber nicht markiert bekommen gerade, oder doch? Oh, ist markiert. Ich scheint davon noch eins zu sein, oder? Okay.
Hey. Was muss hier sein? Diese Silberader da zum Beispiel. So, Map. Ja. Das Gebirge reicht, glaube ich, für alle unsere Bedürfnisse aus, vom Gefühl her. So, wir gehen weiter. Es ist jetzt Nacht, das heißt, wir könnten mit Glück, Pech, wie auch immer, über einen Fenris stolpern. Da könnte noch ein Drachenei sein. Dann haben wir alle, die wir brauchen. Ich glaube, es waren drei. One Hit? Das ist auch okay. So. Und das nächste Ei. Ich trag so viel. Was? Aus mit den Steinen. Ja, gut. Oh, hör auf zu piepen. Ja, wir haben in dem Gebirge definitiv alles, was wir in Silber brauchen werden. Das ist schon geil. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir noch eine Höhle finden würden, weil ich fand die Höhle echt klasse, die hat Spaß gemacht. Ich hab was gehört. Skelette! Warum? Unser Ausgeruht-Buff ist leider gleich weg. Ohne den wird es dann nicht mehr ganz so angenehm werden hier. Aha. Den will ich haben. Trophäe? Nö. Schade. So, jetzt mit diesem Silberschwert fühle ich mich eigentlich echt schon safe, ne? Unglaublich. Du fühlst dich nicht länger ausgeruht. Jo, danke. Danke, danke, Spiel, für diesen Hinweis. Das würde ich ohne dich nur tun.
Ja gut, das ist schon sinnvoll, dass er das macht. Vergesst diesen sarkastischen Ton. Ach, es sind drei. Wunder, dass das hier so hektisch ist. Oh, oh. Zwei nur noch? Problem ist, ich höre nebenbei Wolfsgeheul. Einer nur noch? Ah, das ist noch einer. Naja, okay. Aber der kommt noch nicht hier rüber. Ich würde doch mal sagen, ich nehme mir noch mal ein paar Kleinigkeiten zu mir. Das Ei da oben würde ich mir auf jeden Fall markieren, falls wir doch mehr als drei brauchen. So, keine Ahnung, fünf oder so. Das ist doch eine Höhle. Boah, das ist doch eine Höhle, glaube ich. Aber erstmal Ei. Ah, hier oben noch eins, oder? Ja, da ist noch ein Nest. Gut, erstmal ja hier. Komm! Danke. So. Direkt vor mir ist ein... Ei. Gut. Oh! Oh, ich will einen Pilz haben. So. Oh, wir sind doch schon wieder überzogen hier. Oh, von der Länge her. Aber ich merke gerade, ich habe mich hier gerade ein bisschen festgebissen. Ich habe heute Spätschicht. Ich werde gleich zu spät zur Arbeit erstmal kommen. Ist halb so schlimm. Aber erstmal wieder, ja. Wenn die Sucht einfach knallt, ne? Gut, Sucht ist fertig mit Knallen. Da kümmere ich mich separat drum und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich auch gerne mal schauen, ob da wirklich eine Höhle ist. Ich schaue mal, ob ich die vielleicht schon markiert kriege. Ich sag, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt zu viel. Ich habe auch keine Zeit mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.